Die Beichte, das verlorene Sakrament. Es wird in der letzten Zeit immer mehr thematisiert, weil es einfach sinnfällig, auffällig geworden ist, dass viele Menschen nicht mehr den Weg in den Beichtstuhl finden. Manche Kirchen haben ja Beichtzimmer eingerichtet, aber ich denke, auch das bringt nicht eine innere Umkehr, zu sagen, ich muss beichten gehen. Man hat so vor dem Beichten eine innere Aversion, was geht dem Priester meine Schuld an, warum soll ich mich da offenbaren, ich kann nach meinem Gewissen leben, ich sage mir selber, was richtig und was falsch ist. Wenn Sie aber, was ich schon mal mache, mittags im Fernsehen zocken, und so die einzelnen Kanäle durchgehen, da kommen Dinge, dass also mir die Haare zu Berge stehen, die Beichten in einer Öffentlichkeit, das ist unfassbar. Die Leute bringen da also wirklich die schlimmste Schuld in einer unter Gelächter oder Klatschen der anderen vorgebrachten Weise, dass man sich eigentlich wundert, wieso kann man dann im Beichtstuhl eine solche innere Abkehr machen, wenn man das in der Öffentlichkeit von Millionen Menschen auskippt, was man da alles an Schrecklichem, an Skurrilem getan hat. Die Beichte ist ein Sakrament, das Sakrament der Vergebung. Und es geht ja nicht darum, den Menschen in den Beichtstuhl zu locken, um ihn da klein zu machen, sondern es geht doch darum, dass der Mensch mit seiner Schuld wieder zurechtkommt.